Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Nio. Muss da kurz überlegen, wie das Spiel heißt. Es heißt Nio. So. Ja, eigentlich ein einfaches Wort. Ich habe aber doch gelernt, eigentlich, wie man die Waffe entflammt. Deine Entflammung ist das Freischalten des Dingens. Das ist die lebendige Waffe. Okay. Ich gerade halt an meiner Ausrüstung ein bisschen rum. Ja, gut. Okay, und sonst bei dir alles klar? Sonst ist alles ganz gut. Gut, das hat man gerne. Glaube ich. So, dann versuche ich es nochmal, diesmal mit den Doppelschwertern. Mal schauen, ob das besser klappt. Vielleicht. Meine Waffen haben gerade halt quasi null Vertrautheit, weil ich sie vor kurzem gewechselt habe. Das ist kein Problem. Es geht eigentlich sehr schnell wieder nach oben. Tot. Ich hab das Gefühl, das ging deutlich besser. Kann ich etwas flexibler mit meinen Schlägen sein, wenn ich so schnell bin? Okay, das war interessant. Bin ich hier. Welcher Gilt zu bereit machen wurde freigeschaltet? Hm? Ah. Ach so ist das. So, das nicht. Okay, hier bin ich. Da
oben sind meine Seelen, die von vorhin. Ja, jetzt unter Ausrüstung. Ja. Da, Wasserkarte ist neu. Nein, ich hätte meine Seelen aufnehmen sollen. Verdammt. Na gut. Verdammt, auch da keine neuen Waffen. Und ich habe sehr, sehr viele Bögen. Menschen erhaltene. Oh Gott. Ja. Dieser Boss. Okay, was macht's? Mich tot. Okay. Ha. Also, der Typ macht dich rund. Genau. Seine hauptsächliche Angriffsart, mich tot machen. Versuch den halt nur mit der Waffe zu besiegen, um da ein bisschen Skill drin zu entwickeln. Also ohne Items. Ja, das außer wird's. Heilung. Na klar, Heilung ist ja wichtig. Ohne Heilung kommst du nicht weit voran. Das ist deine Chance aufzuholen. Ja, ich bin gerade dabei. Ich komme eigentlich sogar gut voran, wenn ich nicht gegen. Wenn ich nicht gegen dieses Yokai auf dem Dach kämpfen muss. Ich weiß genau, welchen du meinst. Die Fläche da oben ist so klein. Yep. Warum kannst du den auch nicht runterlocken, weil er sich dann wieder hoch teleportiert? Hat sich ja mal angemerkt. Ah, der Typ war's. Ah, wieder zu langsam. Ich will nicht die ganze Zeit mein
Ich glaube tatsächlich, Mausrad drehen ist viel schneller als Mausrad drücken zum Ausweichen. Ja, ja, das habe ich dir ja schon mal gesagt. Mausrad drehen, du musst nicht drücken, um auszuweichen. Einfach zum Sprinten musst du gedrückt halten. Wenn der dich einmal am Boden hat, bist du so tot. Okay. Ah. Bin bisher noch nicht zur Hälfte gekommen bei dem. Ich weiß nicht, ob der noch einen Phasenwechsel hat. So. Also wir, und damit meine ich mich, kommen wir gut voran. Wenn ich gut vorankommen, dann somit auch du. Ich trenne es kein Gegner. Da war ich schon. Was ist das Blau auf der Minimap? Okay, der Typ. Der hat so eine hohe Reichweite. Ich verstehe dich, ich verstehe dich. Das sind einfach Monster. Da ging mal der auf dem Dach, ja, Pillepalle. So würde ich das nicht nennen, aber ja. Ja, ich sollte mal meine Speere verwenden. Bitte Schattenlose erhalten, deine Hufstufe ist gestiegen, was? Ja, Hufstufe kriegst du auch, wenn du Escape drauf drückst, dann gehst du bei, was war das? Auszeichnungen, und dann kannst du Rufzusammenfassung klicken. Dort kannst du dann Punkte in jeweils irgendetwas investieren. Ähnlich wie der, was, der Badass? Ja, Badass. In Borderlands. Du gibst bei etwas einen Punkt und dann wechselt es. So. Gegner kommt näher. Was? Das geht? Oh Gott. Ja. Er hat einen Phasenwechsel. Ich dachte gerade, ich hätte eine gute Taktik gefunden. Phasenwechsel tot. Ja, das ist nicht so praktisch, oder? Ah. So.
Auszeichnung. Da kann man doch nur sehen, was man hat, oder? Das bringt doch nichts. Nee, oben. Bei Auszeichnungen. Dann das oberste. Ah, hab's gefunden. Gut. Nicht gesehen. Ah. Mal noch schnell meine Fertigkeiten voll. Der eine Yokai zwischen den Häusern? Der hat mich gerade ein bisschen stranguliert. Und dabei hatte ich ihn fast down. Ich glaube, wenigstens mit dem Chi-Impuls habe ich jetzt ganz gut drauf. Ja, das ist wichtig. Ach, er dreht sich so schnell rum. Aber ja, dieses, du kannst während des Ausweichens deinen Chi-Impuls nutzen, ist Gold wert. Ja, ich weiß. Das schaltest du gleich bei allen frei. Das ist nicht auf 1 beschränkt. Auf eine Waffe. Du musst nicht jedes Mal die Punkte ausgeben, das ist bei allen so. Und sehr wichtig ist auch noch... Hm. Ja? Die Passivpunkte, die passiven Fähigkeiten bei den Fähigkeiten, die gelten für alles. Solange es nicht explizit dran steht. Es gilt nicht nur für die eine Waffenart. Der kam aber plötzlich. Ah, der macht mich wieder fertig. Ich meine, zu zweit wird es wieder viel einfacher sein wie in Dark Souls. Wobei, bei dem bin ich mir nicht sicher. Der hat sehr viele Rundumschläge. Ja, das kann sein. Wie kommt man da hoch? Hm.
Nächster Versuch. Auf, auf. Ich glaube, die längste Zeit, die ich mal an einem Boss gesessen habe, ist den kompletten Tag über. Nein! Den kompletten Tag über an. Kennst du auch in Dark Souls 2 dieses Lavaschloss? Ja. Genau, da beim Feuerdämon am Ende. Okay. Eine Dreier-Kombo kann ich meistens durchbringen. Okay, sehr gut, sehr gut. Verdammt, warum muss ich für den Typen eine 2 verbrauchen? Au. Phasenwechsel. Das ist doch gut. Bei einem Drittel wechselt ja schon die Phase. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Das bedeutet, er hat mehr als eine Phase. Was? Beruhig dich mal! Ich hab doch nichts getan! Also in Bossfights werden die Yokai-Flächen ganz, ganz wichtig. Deswegen musst du sowieso immer den Chi-Impuls dann nutzen, wenn möglich. Weißt du, ich dachte, ich muss mich um die Waffen, die er vorher hatte, nicht mehr kümmern. Was macht er in der Phase? Er hebt eine seiner Waffen wieder auf, schlägt dazu und wirft sie dann gegen mich. Ja. Das nennt man irgendetwas. So, mein ganz kurz Jägenstände. Kleiner Geisterstein. Okay. Oh, diesen Yokai getötet. Sehr gut. Also. Der Riesen-Oni. Und das ist sehr gut. Ich bin froh, dass sie nur einmal da sind. Wo fallen denn Speere drunter? Äxte, Odachi, Kanonen, Waffenschwerter, Bögen. Speere unter Körper. Ja. So, mein Schutzgeist ist voll aufgeladen. Ja, das ist schön. Ich bin nicht mehr bis zum Boss gekommen. Ich bin gerade blöd gelaufen. So viel zu meinem aufgeladenen Schutzgeist. Nani!
getötet. Oh. Es ist nicht E und rechte Maustaste bei mir. Hä? Es ist nicht E und rechte Maustaste bei mir. Man muss... E und rechte Maustaste. B und Y. Aber der Geist muss voll sein. Und der muss Bock drauf haben. Okay, das ist gelogen. Mein Geist hat immer Bock. Okay. Ich sag nichts dazu. Phasenwechsel. Ah ne, ich hatte ihn gestunt. Das geht. Alles geht in diesem Spiel. Also gibt's hier auch Stagger. Es gibt Gift und Paralyse. Paralyse, genau. Das ist doch sowas ähnliches wie Stun, oder? Moment, ich muss mich kurz konzentrieren. Oh, ich habe keine Heilung mehr. Oh, das ist scheiße. Bin tot. Das ist noch blöder. Ich glaube, ich habe ihn schon bis zur Hälfte gekriegt. Das wird laufen. Ich habe einen Lundenstock. Du weißt, was das heißt, oder? Dass wir fast am Ende des zweiten Parts sind? Ja, fast. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Aha, der Meister schaut auf die Uhr. Ja, ich spiele ja im Fenster. Das brauche ich nicht. Ich sehe trotzdem auf die Uhr, auf meinem Laptop, auf meinem Bildschirm. Ich sehe die Zeit, die wir schon aufgenommen haben. Doppeltes Ausweichen ist aber wirklich eine Rolle, oder? Ja. Ja. Doppeltes Ausweichen ist... noch Rolle. Tot. Den Versuch kann ich eigentlich schon abschminken. Irgendeine Verletzung vor dem Boss? Nee, brauche ich gar nicht erst versuchen. Du gibst aber früh auf. Ich möchte frisch in den Bossfight. Und hier wird einem ja nicht ihr Leben abgezogen wie in Dark Souls. Da kann man, wenn man einmal die Seelen verloren hat, ruhig weiter sterben. Ah ja, stimmt. In Dark Souls gab es ja noch dieses Höhlensystem. Bescheuert. Nicht Höhlensystem, Höhlensystem. Sag dich doch. Ja. Wenn deine mickrigen Ohren es nicht verkraften, kann ich mir auch nichts dafür. Ja, ich habe gerade deine Ohren gedisst. Ach, verdammt, eine Heilung in Phase 1 habe ich nutzen müssen. Mhm. Okay, so ist das. Okay, was soll dieser Schrei? Ah, du weißt genau, was er soll. Eigentlich ja.
erkennt dich leider zu gut. Komm schon, ich will den Boss vor dir legen. Vor mir? Ja. Dann musst du früh aufstehen. Wow, du bist ja noch nicht mal beim Boss. Deshalb früh aufstehen. Ich bin ja heute auch früh aufgestanden. Naja, eigentlich nicht. Bin ich für meine Verhältnisse ziemlich spät aufgestanden. Okay. Ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.